Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOLT aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFAGAMING 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Footdraft-Video auf meinem Kanal. Footdraft Gaming ist back am Start, Leute. Heute gibt es nochmal die Juventus-Turin-Challenge. Wir haben neuen Rekord aufgestellt, Leute. Wir versuchen es ja einmal ein volles Team mit 11 Spielern aus einer Mannschaft aufzustellen. Heute haben wir 9 Juventus-Spieler am Start gehabt, beziehungsweise 8 und eine ehemalige Juventus-Icon. Die zählen natürlich auch mit, Leute. Schreibt gerne mal rein, was euer Rekord ist an Juve-Spielern, was auch immer, Leute. Schreibt gerne auch rein, was ihr noch oder mit welchen Mannschaften ihr es noch sehen wollt. Bayern, Dortmund, was auch immer. Schreibt's rein, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, braucht ihr abonnieren, Glocke aktiviert, dich einschalten. Dann bleibt bis zum Schluss dran. Wir starten direkt. Let's go! So, wir haben die 5-3-2-Formation, Leute. Nehmen wir mal mit. Immer mal wieder geile Teams mitgebaut. Aber FIFA 20 noch nie so wirklich ausprobiert. Aber gucken wir mal, Leute. Ne? Let's go. Direkt mal Ronaldo als Captain. Boah, geht klar, würde ich sagen. Hamsik, Modric, Hazard, Ibra. Ibra hat jetzt angekündigt, Leute. Könnte sich vorstellen, in der MLS ist ja die Saison vorbei. Schweini hat es leider aufgehört, Alter. Bittere Sache. Und Ibra hat angekündigt, er könnte sich vielleicht vorstellen, nochmal zurück nach Europa zu kommen. Da würde ich übertrieben feiern, wenn der Zlatanovic schon mal zurück nach Europa kommt. Wer war aber? Rechter Verteidiger, come on, weiterer, am besten Serie A-Spieler oder nicht, Alter, geil. Mega geil, Azpilicueta oder Walker ist die Frage. Azpilicueta vielleicht, na, über Spanien besser zu linken. Deswegen nehmen wir Azpili mit. Wie immer, checkt auch gerne den Shop aus, wenn ihr Bock habt. Nice Designs, die neuen Nice Designs, ihr wisst es, in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover, in rot, grün, orange und blau in den 4 Farben. Erhältlich, checkt gerne aus. Viele weitere Designs, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen gibt es auch, orange, blau, rot, grün und gratis Autogrammkarte. Gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Checkt aus, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir den zentralen Mittelfeldspieler, Leute. Und das wird Ramsey, oh, guck, und Khedira. Haben wir die nächsten Spieler von Juventus Turin oder Piemonte Calcio. Golovin haben wir noch als Inform. Wir nehmen Sami Khedira mit 51 saftigen Tempopunkten. Geile Sache, Alter. Sehr geil. Okay, komm, die Alba Linksverteidiger wenigstens mal ein. Halbwegs guter, jawohl. Oder Alexandro, Alter. Nächster Juve-Spieler. Volles Juve-Team incoming, Alter. Let's go. Heute wird Zeit. Ich warte immer noch darauf, dass ich mal wirklich ein Team bzw. eine Mannschaft komplett im Footdraft kriege. Also 11 Spieler aus einer Mannschaft. Habe ich noch nie geschafft. In FIFA 19 auch die ganze Zeit nicht. Vielleicht wird es in FIFA 20 möglich sein. Wer weiß, obwohl das natürlich ist natürlich auch schon übertrieben schwer. Ich meine, wie viele Spieler gibt es von jedem Team in FIFA, in Ultimate Team? 20? Vielleicht 22, 23? Davon musst du die Hälfte ungefähr kriegen. Das ist natürlich auch relativ schwer und unwahrscheinlich. Aber wer weiß, irgendwann, wenn wir es schaffen wollen. Komm on, nächster, Bonucci oder so. Oder Chiellini oder auch nicht. Saar haben wir am Start. Malang Saar, der war letztes Jahr relativ gutes Talent im Karrieremodus. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr aussieht. Ist der 1,82 letztes Jahr gewesen? Irgendwie, weiß ich nicht, Alter. Der ist auch erst 1999 geboren. Der kam mir irgendwie ein bisschen älter schon vor letztes Jahr. Aber gut, was soll's. Na gut, wir können einen von den beiden hier mitnehmen. Der ist zweite Liga, nehmen wir den mal mit. Der ist erste spanische Liga, aber ist halt auch los, Alter. Non-Rash-Spieler mal wieder. Naja, Bruno. Nächster Non-Rash-Spieler, Alter. Läuft richtig bei uns. Groß haben wir noch am Start. Da haben wir wenigstens mal einen Deutschen aus der Premier League. Naja, macht die ganze Zeit jetzt auch nicht besser, ehrlich gesagt. Wir haben noch Pastore. Macht wieder nur dreckige Pastore. Bruno, Pastore, Garcia oder Kroos? Oder Defour, Alter. Tut's bei allen nicht viel. Nehmen wir Kroos mit. Toni Kroos. Fast. Fast Toni Kroos. Nicht ganz, aber fast. Okay, Innenverteidiger. Let's go. Wäre mal Zeit jetzt, wenn ja irgendwie mal ein guter Spieler dabei wäre, Alter. Nice. Thiago Silva in Form. Das ist doch mal fresh. Thiago Silva. Ich muss sagen, Thiago Silva kriegt aber jedes Jahr immer mindestens 1, 2, 3 Special-Karten. Also, der ist mittlerweile jetzt 34, aber muss ja immer noch stabil spielen bei PSG. Ich meine, 65 Sprintgeschwindigkeit ist nicht so baba, aber gut. Wir nehmen immer mit den Inform von Thiago Silva. Generell bislang relativ wenig Special-Karten, die ich immer so bekomme. Aber es gibt natürlich auch nicht so viele Special-Karten, muss man sagen. Ich warte halt immer mal irgendwie darauf, die ganzen Once-to-Watch-Karten zu bekommen. Aber ich kriege nie Once-to-Watch-Karten, ohne Witz. Das ist echt krass, Mann. Ich kriege gefühlt nie Once-to-Watch-Karten. Toni Kroos.
Eben haben wir groß gehabt, jetzt haben wir groß, also den richtigen hier am Start. Nehmen wir mal mit hier. Let's go, 45 Tempo, schmeckt erstmal richtig gut. Machen wir mal so hier, bringt wenigstens mal einen Chemiepunkt mehr. Na, ist jetzt auch nicht so geil, aber okay. Aber wir können Thiago Silva gleich rüberstellen. Verratti wäre eigentlich nicht schlecht gewesen. Ich hätte auch Verratti mitnehmen können. Na gut, jetzt ist es zu spät für Verratti leider, aber naja, gut. Warum, Digga? Also, Thiago Silva war okay, aber die anderen Innenverteidiger, ey, meine Güte, Mann, Caldara, immerhin in Sachen Chemie ganz okay, linkt hier unsere beiden Serie A-Spieler, aber das ist doch scheiße, Alter, der hat 80 insgesamt. Oh Mann, Alter, Thiago Silva weiß doch gar nicht, was abgeht, der steht in der Mitte ohne einen Link, der denkt sich so, Digga, was ist los, ich habe keine, oh, pink Animation könnte ein Icon werden, wird ein Icon, Van der Sar. Irgendwie kriegt man immer, wenn es pink wird, im Tor Van der Sar. Ich habe noch nie eine andere Icon bekommen, immer Van der Sar. Wäre vielleicht ganz fresh, wenn in Zukunft auch mal eine andere Nummer so als Anregung für die Drafts, für EA. Vielleicht mal eine andere Icon im Tor reinpacken anstatt Van der Sar und dann immer nur die 87er Icon. Naja, wir nehmen trotzdem mit. So sieht es ja nicht aus, ne, wir nehmen ja trotzdem mit. Okay, der Sturm könnte jetzt gut werden, wenn jetzt hier noch ein Barber Stürmer... pink. Vielleicht eine Icon? Come on! Delglish und Pele haben auch noch am Start, Alter. Schon wieder Delglish. Junge, der tut mir so leid, Mann. Ohne Witz, ich hatte ihn jetzt 15 Mal mindestens. Ich habe ihn noch nie mitgenommen im Draft. Noch nie. Noch nie. Ich verspreche ihm jedes Mal, nächstes Mal, wenn wir dich kriegen, nehmen wir dich mit. Ich hätte ihn auch wieder jetzt mitgenommen. Aber dann kommt Pelé wieder. Was soll ich machen? Ich kann jetzt kein Pelé liegen lassen, Alter. Delglish, es tut mir leid. Das 15. Mal in Folge muss ich dich jetzt leider liegen lassen. Ey, das kann ohne Scheiß. Delglish, ne? Ich habe den noch nie mitgenommen. Das geht doch gar nicht. Aber ich kann ja kein Pelé liegen lassen, Leute. Das geht ja nicht. Okay, wir sind auf 89 Chemie auch noch. Hat also auch noch einen kleinen Chemieboost gebracht. Also ich würde sagen, der Sturm lässt sich sehen, Leute, oder? Ronaldo und Pelé. Kann man machen, Alter. Kann man schon mal machen. 87er Wertung, 89 Chemie. Boah, ist okay, Mann. Castells, na, das war jetzt nicht so Babamann, 83er Rated. Habe ich mir mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ah, gut, man kann nicht alles haben. Gareth Bale, Mané, Griezmann und Higuain haben wir den nächsten Juve-Spieler. Das wäre der 4. Spieler von Juventus Turin. Griezmann hätten wir natürlich auch im Start, der uns ja nicht viel bringen würde. Die Maria Mané und Gareth Bale würden uns ebenso wenig bringen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal Higuain mit und versuchen hier weiterhin das volle Juve-Team klar zu machen. Guck mal, der würde sogar hier einen Chemiepunkt mehr bringen. Alter, 4 Juventus-Spieler haben wir. 4, ich dachte 5, 4. Ja gut, habe ich wieder übertrieben, Alter, mein Handy. Habe ich wieder komplett reingeschissen, wieder komplett übertrieben. Aber Road to volles Juve-Team läuft weiterhin. Aber leider nicht so, ey. Oh Mann, Di Maria, James, Coman, Sirio und Sergio Roberto. Ah, können wir den Besten mitnehmen. Das ist Angel Di Maria. Rodriguez mit 55 Tempo. Schmeckt richtig gut, ich sag's euch. Das schmeckt richtig gut. Zweiter Spieler von PSG. Auch einige PSG-Spieler am Start. Bislang, würde ich sagen. Oh, da kommt der Silberspieler, Alter. Oh Mann, Acuna. Acuna Matata, dein Ernst? Demidorf, 34 Tempo, ey. Tiro, der hat auch nur 56 Tempo? Ach du Scheiße. Im letzten Jahr hatte der eigentlich gar keine schlechte Karte. War der im letzten Jahr nicht sogar Gold? Der hatte doch niemals 56 Tempo letztes Jahr. Der hatte doch 70, 80 Tempo, oder nicht? Ach du Scheiße, was ist da passiert? Wie alt ist der? 83, na gut. Aber 4 Sterne Skills, 4 Sterne Fuß nehmen wir mit. Ich meine, der hatte letztes Jahr sogar eine Goldkarte. Tiro. Oder vorletztes Jahr. Kann auch sein, dass es schon vorletztes Jahr war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Kann sein. Kann auch nicht sein, Leute. Tut mir leid. Wenn ich hier gerade wieder Scheiße erzähle, wir nehmen Alex Payers mit. Na gut, das war natürlich jetzt wieder kacke, dass der Silberspieler schon so früh kam. Also, kommt ja in den meisten Fällen so oder so. Ich sag mal so, von 10 Drafts hast du in 8 Drafts einen Silberspieler, 2 Drafts hast du vielleicht mal Glück und hast wirklich ein komplettes Team ohne Silberspieler, aber ist schon relativ unwahrscheinlich. Lenglet könnte wichtig werden, weil in Sachen Defensive sieht es bislang nicht so saftig aus. Deswegen kommt Lenglet mal hier erstmal rein, bringt auch nicht so viel, linkt halt Toni Kroos. Aber das war's. Junge, wir müssen den auch mal austauschen hier. Pascal Groß, der hat auch 4-ständige Skills und 4-ständig schwacher Fuß. Also in Sachen Tempo mit 58 kann sich der Toni Kroos aber mit seinen 45 Tempopunkten noch eine Scheibe abschneiden, ne? Alter, ist der Pascal Groß hier aber nochmal ganz, ganz viel schneller. Çalhanoğlu, Gervinho. Na, okay, von Gervinho können sich alle in Sachen Tempo noch was abschneiden hier. Wir nehmen Çalhanoğlu mit, ist der Highest Rated mit 80. Oh Mann, Alter, was läuft denn hier gerade mit den Spielern? Kann doch nicht wahr sein. Kann doch echt nicht wahr sein, Leute. Ich verstehe es nicht, Leute. Das kann doch wieder nicht wahr sein. Paulo Dybala, Alter. Let's go. Nächster Juve-Spieler. Damit haben wir auf jeden Fall einen Juventus-Rekord. 5 Juve-Spieler hatte ich noch nie in einem Team. Das neue Rekord. Muss man mal hier, by the way, dazu sagen.
Das ist auf jeden Fall ein neuer Rekord. Let's go, Digga. Let's go, let's go. Na gut, Hugh Wayne gerade auf der Bank. Aber, na gut, wir könnten ihn reinstellen. Aber ich gucke nicht gegen Pelé an. Aber wie gesagt, 5 Spieler von Juve. Das neue Rekord. Beim letzten Mal hatten wir nämlich 4 am Start. Wir werden eines Tages, Leute, eines Tages werden wir das volle Juve-Team schaffen. Ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch, Leute. Let's go. Da ist nämlich der nächste Juve-Spieler, Alter. Let's go, Mann. 6 Juventus-Spieler. Wir machen es noch. Aber wir können es nicht mehr machen. Wir können maximal einen 9 jetzt rausholen. Scheiße, Alter. Bonaventura wäre sogar besser wahrscheinlich für die Chemie. Aber wir müssen Bernardeschi mitnehmen als Juve-Spieler. Warum kann er nicht ZM sein? Dann wird er hier sogar ganz gut reinpassen. So, gibt das nichts. Oh Mist, ey. Komm, wenigstens noch irgendwie ein, zwei Stück. Oh, das könnte ein Icon werden. Zanetti, dritter Icon. Let's go. Leider kein Spieler von Juventus. Der war auch nicht bei Juve, ne? Der war bei Mailand. Inter Mailand war der, genau. Ja gut, nehmen wir Zanetti mit. Wo war eigentlich Van der Sar? Bei Man U, ne? Wo war der noch? Der war sogar bei Juve, Alter. Oh. Der war sogar bei Juve, der Van der Sar. 88 Spiele für Juventus gemacht. Läuft. 130 Spiele. Ein Tor gemacht bei Ajax. 312 Spiele, ein Tor hat er in seiner Karriere gemacht. Läuft, würde ich sagen, Alter. Pack mal Lenglet raus. Okay. 2 noch. Dann war's das. Oh, der nächste Spieler von Juventus. Let's go, Digga. Dann haben wir 7. 7 Juve-Spieler, ne? 8 Juve-Spieler, Digga. Buffon. Junge. Und die Icon lassen wir natürlich mitzählen hier. Ganz klare Sache. Die Icon zählt natürlich mit. Haben wir 8 Juventus-Spieler. Junge, was ist da los, Mann? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Zanetti leider nicht. Van der Sar war, wie gesagt, auch bei Juve. Ey, Digga. Der hat's fast gepackt, Mann. 8 Juventus-Spieler, das ist krass. Das ist wirklich richtig krass, muss ich sagen. Guckt euch mal an. Baba, Alter. Nur Zanetti kein Juve-Spieler, Pelé kein Juve-Spieler. 9 haben wir sogar. 9 Juve-Spieler, Alter. Boah, krass. Ey, wir schaffen das eines Tages, weil wir lassen die Icons ja mitzählen, Leute. Dann ist das wirklich möglich. Schade, Mann. 9 Juventus-Spieler, Alter. Krass. Also 8 plus die Icon, ne? Plus Van der Sar. Insgesamt also 9. Das war's dann, Leute. Lasst gerne Like, das gerne Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Chain und Shop aus. Nice Designs. In schwarz und weiß. Als T-Shirts, Pullover. Gibt's in rot. Gibt's in orange. Gibt's in blau und in grün. In den 4 Camouflage-Farben. Checkt's gerne aus, Leute. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice. Eddie, D-Lampe haben wir am Start. Hennyöl in den 4 Farben. Orange, blau, rot, grün. Checkt's aus. Und gratis Autogrammkarte gibt's hier mal zur Bestellung dazu. Gerne abchecken. Das war's vom heutigen Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal rein und ciao.